Ahoi und willkommen zurück. Heute mal mit ein bisschen Grundlagenarbeit, was für viele halt implizit ist, was ist ein Fitness- und was ist ein Komforttest und ein Fitness-Komforttest oder Shitty-Komforttest. Nach dem letzten Video habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass ich vielleicht manchmal ein bisschen weit weg bin auf der Meta, weil so Grundlagenfragen kamen eigentlich. Deswegen fangen wir mal ganz basic an heute. Habe mir extra eine neue Abbildung einfallen lassen. Wir fangen erstmal beim Augenscheinlichsten an. Frauen und Männer sind unterschiedlich. Frauen sind niemals glücklich, hatte ich mal ein Video zu. Neurotischer, grenzdurchbrechender, Single mit Haushalte, dramasüchtiger, also dopaminsüchtiger, unterverantwortlicher, wie wir wissen, und funktionieren halt nicht wie wir. Hier oben sehen wir halt Angst- und Anspannungslevel der Frau, ja, verbunden mit Dopamin. Und auf dem anderen Ende, beim Pluspolende, beim Beta-Ende, mit Oxytocin, Serotonin verbunden. Und beim Minusende halt mit Alpha, wenn wir so wollen. Die meisten, die hier landen, fallen ja eher auf der Beta-Seite runter, sind sozusagen zu nett, waren zu nachgiebig. Happy Wife, Happy Life. Dreadcon-Modell, hatten wir im Video letzte Woche, Michael Story. Und verkennen dabei die andere Seite. Männer funktionieren an der Stelle ein bisschen anders. Wir haben auch Dopamin als Anregerhormon, natürlich über Bunga. Bloß für die Frau verbindet sich halt Angst- und Anspannungslevel auch mit der Erregungsseite. Ja, warum rennen sie in die Gefängnisse und wollen unbedingt Hybristophilie-Chat und Männer nicht? Weil Angst mit Erregung verbunden ist. Das können wir hier schön sehen. Heißt, wenn du der Fußmattenbeter bist, der nur Komfort gibt, fällst du irgendwann auf der Beta-Seite runter. Ja, und dann geht sie fremd mit dem Poolboy, wie war der Spruch? Blumenstrauß, Auto, Haus, noch ein Haus, Poolboy. Ja, weil du dich natürlich unter ihr wahrnimmst, glaubst, sie steht über dir. Du idealisierst die Heilige vielleicht an der Stelle in der Frau doch zu sehr. Und in diesem Zusammenhang gibt es dann natürlich vermehrt Fitness-Tests, wenn man jetzt in einer Beziehung ist. Oder Kongruenztests. Der Name sollte einem schon zu denken geben, weil ich immer die Frage höre, zählt denn nur Aussehen, Status und so weiter? Natürlich zählt das. Damit du überhaupt erstmal einen Fitness-Test bekommst, musst du in ihrer hypergamen Wahrnehmung über ihr stehen. Natürlich brauchst du dafür ein paar Sachen. Wir kommen gleich nochmal im Detail dazu. Das wird ein bisschen grundlagentechnisch hier nochmal ein bisschen erklärtechnisch. Aber an sich, wenn du jetzt von online weg bist, was viele halt rüberlegen, wo die Frau nur einen Marker hat, und zwar das Bild, dann filtert sie eben nur nach Bildern. Und dann kommt diese Schieflage raus, die ich immer beschreibe. Mal weg von online, nimmt sie den Mann ganzheitlicher wahr. Das ist, was viele, glaube ich, nicht verstanden haben. Frauen haben eine ganzheitliche Wahrnehmung, vor allen Dingen auf die Kongruenz deiner Ego-Projektion. Warum fallen sie immer so gerne auf Narzissten rein und großspurige Typen? Weil sie eben merken, der Typ hat Frame. Ob der jetzt echt ist am Ende, ne? Beim Narzissten kommt er natürlich immer dazu, dass er am Ende dann doch eigentlich ein Beta im Wolfspelz war. Deswegen gibt es so viele Narzisstenforen. Oh, mein Ex war Narzisst. Und natürlich wegen der weiblichen Unterverantwortlichkeit. Aber ich will jetzt nicht zu sehr vom Thema weg. Viele Männer fürchten diese Fitness-Tests. Oh Gott. Wie die Hölle. Dabei ist es das beste Zeichen, was du eigentlich von ihr kriegen kannst. Ja, das heißt, du bist im Game. Wenn sie anfängt, dich zu testen, bist du im Game. Ja, es ist nervig in Beziehungen. Frauen werden das auch immer wieder machen. Gar keine Frage. Woran liegt's? Sie hat Verlangen, aber sie traut ihrem eigenen Urteil nicht. Ist er wirklich der, der sagt? Ist er wirklich der, der mich nicht auf der Steppe praktisch liegen lässt, die falschen Gene hat? Ist er nur der Beta im Wolfspelz? Der Skeptizismus-Bias aus dem Buch Warum Frauen Bunga haben von Dr. David Buss und Mindy Mincent, glaube ich, heißt sie, ergründet. Natürlich dahinter liegend, wie hier steht, Eier sind teuer, bedeutet einfach, dass sie misstrauisch ist von Natur aus, weil eben die Urangst der Frau ist, sich den falschen Partner gewählt zu haben. So, also, das heißt, du bist im Game, sie macht einen Fitnesstest. Wir werden später auch noch ein paar Beispiele machen, wo ihr selber mitraten könnt. Wenn es jetzt im Dating-Kontext ist, beispielsweise, ist das ein sehr gutes Zeichen. Später in der Beziehung kann es natürlich auch immer ein schlechtes Zeichen werden, wenn man sozusagen immer weiter auf dieser Skala von Angst- und Anspannungslevel auf der Beta-Seite runterfällt, weil man ihr eben alles recht macht, weil man all die falschen Beta-Verhaltensweisen zeigt, die am Ende eben einem zum Verhängnis werden. So, was gibt's noch? Komforttest. Habe ich auf die Alpha-Seite geschrieben. Ich ist immer ein guter Indikator. Ja, die co-abhängige Sache. Oh Gott, ich. Beispiele wären: Liebst du mich noch? Ich habe Angst, dich zu verlieren. Oder die Teufelsfrage: Was sind wir überhaupt? Ja, man kann auch auf der Alpha-Seite runterfliegen. Irgendwann ist zu viel Angst natürlich auch bedrohlich. Irgendwann ist Hybristophilie-Chat dann auch irgendwie zu gefährlich. Also
Man muss sozusagen auf dieser Achse irgendwann sehen, wo ist die Frau, ja, wie sind ihre Bedürfnisse. Wir sagen immer so Faustregel 70% Alpha, 30% Beta. Kann aber von Frau zu Frau unterschiedlich sein. Und man muss dann Kalibrierung haben, um zu verstehen und die Frau beobachten, immer ihr Verhalten, nicht auf die Worte, wo man das einpendelt, wenn man dann in einer längeren Beziehung ist beispielsweise. Ach, den Shitty Comfort Test gibt es noch. Ein gutes Beispiel wäre, ich habe geträumt, dass du mir fremd gehst, du Schwein. Ich habe eine Weile überlegt, was es da für Beispiele gäbe, aber den habe ich selber schon mehrmals gehört. Ich glaube, den werden Männer auch kennen. Passiert meistens, wenn sie zu viel Stress hat, wenn der Dread, also die Bedrohung, dass du sie verlässt, dein Wert zu hoch ist und wird dann auf dich projiziert. Also auch wenn sie auf der Arbeit so viel Stress hat, wie auch immer, dann bist du auf einmal schuld. Ne? Der Mann ist ja immer schuld, wie wir wissen. Aber um in dem Beispiel zu bleiben, jetzt könntest du die Werkzeuge nutzen, die ich hier extra auch nochmal dazu gepackt habe. Es gibt natürlich noch viel mehr aus der Pickup-Logik. Die Überstellungswerkzeuge in dem Fall wären eigentlich Antworten auf Fitness-Tests. Aber nehmen wir mal an, du machst das jetzt bei einem Shitty-Comfort-Test, dann wäre das natürlich fatal. Also wenn du jetzt Agree and Amplify nutzt, nee, ich bin nicht nur einmal fremdgegangen, sondern fünfmal. Und sie hat eigentlich Angst, sich zu verlieren an der Stelle, dann wird sie böse werden, wird sie noch mehr Angst bekommen. Und das kann auch negative Ergebnisse haben. Die Antwort wäre für einen Comfort-Test natürlich immer, ja, ist okay. Ne, auf den Hintern klopfen, in den Arm nehmen, Stirn küssen, alles gut, Schatzi. Angst beruhigen, Angstlevel senken, weil es zu hoch ist. Die Mutter aller Comfort-Tests wäre dann der Main Event, dass dann der Ninja sozusagen die Waffe niederlegt und sieht, du bist die beste Option, die ich jemals haben werde. Dann geht sie auch in die U-Werte-Kommunikation, Tränen, bitte, bitte verlass mich nicht und so weiter. Und dann hat man eigentlich schwierige Beziehungsphasen konstruktiv überwunden. Sie hat sich praktisch untergeordnet, man hat wesentlich weniger Stress. Das wäre dann wünschenswert, wenn man jetzt beispielsweise im RP im Beziehungskontext versucht, eine Beziehung zu kitten. Das ist immer ein sicheres Zeichen. Wie man das macht, kommen wir noch gleich zu. Fitness-Tests gebe ich ein paar Beispiele gleich nochmal zum Mitraten. Ach, die Werkzeuge können wir nochmal durchgehen. Pressure Flip heißt also den Druck umdrehen, das Ganze auf sie münzen. Agree and Amplify hatte ich gerade ein Beispiel gebracht, also zustimmen und überhöhen. Muse Mastery ist eigentlich ein ganzer Frame, zu dem wir unten noch kommen. Cocky Funny ist frech und lustig. Und vorgegen hatten wir ein When I Say No, I Feel Guilty. Ich kann verstehen, dass du das so empfindest. Also praktisch validieren, ohne zu validieren. So. Sie praktisch ins Leere laufen lassen, ihre Aussage. Es gibt noch wesentlich mehr. Ich habe mich mal auf die beschränkt. Um Fitnesstests zu bestehen, musst du natürlich Frame haben, ja, das berühmte Wort, wo alle versuchen, das irgendwie zu definieren. Ich habe es mal runtergebrochen. Ich habe meine eigenen Ziele, Wünsche, Überzeugungen, meinen mentalen Ursprungsort. Alles außerhalb meines Frames ist höchstens interessant, amüsant oder lustig. Also der Muse Mastery Frame in dem Fall. Wäre das. Die kongruente Ego-Projektion habe ich noch dazu geschrieben. Anlehnt an den Kongruenztest, was viele nicht verstehen, ist eben die ganzheitliche Wahrnehmung, sagte ich ja schon. Also sie nimmt dich eben als Ganzes wahr. Männer sind immer sehr autistisch. Lux Money Status, was bin ich? Eine 8,5, ich verdiene 100.000, ich habe Rang Büroleiter. Ja klar, zieht das. Die Frage ist, wie du es verkaufst. Game ist ja praktisch der Beweis, der Pickup-Artist gewesen und mindestens die Hälfte der RP, dass in der Überstellungslogik der Frau dein Auftreten noch wesentlich wichtiger ist, als das, was wirklich dahinter ist. Ja, fake it until you make it kommt in den Sinn. Und das ist aber, was viele halt gerade von der Blackpill-Fraktion praktisch unterschätzen. Ja, it's over, blabliblub, ich bin ja nur so ein kleiner Wurm. Wenn man seine eigenen inneren Baustellen, und dazu ist ja mein Kanal größtenteils da, fürs Inner Game nicht überwindet, dann hat man da natürlich ein Problem. Was man natürlich nicht tun sollte in solchen Situationen, welcher Test das auch immer ist, ist D-Ring, das bekannte Defend, Explain, Excuse und Rationalize, weil es eine Unterstellung in der sozialen Matrix darstellt. Also verteidigen, erklären, entschuldigen, rationalisieren. Damit begibt man sich auf Augenhöhe, die ja bekanntlich nicht existiert. Das hatten wir hier in When I Say No, I Feel Guilty nochmal zur Erinnerung. Warum gibt es keine Augenhöhe? Frauen sind zum Teil, ich sage mal ganz flapsig, geistig behindert durch ihre Mechanismen und sind mindestens zu einem Viertel bis zur Hälfte Kind, weil sie die Kinder eben spiegeln müssen. Egal, was hier die Boss B, Karen, Feminist, wer auch immer erzählt, sie sucht ja auch in ihrer Paarungslogik immer die Überstellung letztendlich, instinktiv. Es gibt also keine Augenhöhe. Davon muss man sich sozusagen lösen, ja, von weiblicher Validierung, vom Ankommen, das ist ja praktisch der Kern, was man verstehen muss, dass die Frau, das hatte ich in dem Kapitel halt auch erklärt, alles durch die Brille der sozialen Matrix wahrnimmt. Weil sie eben sehr soziale, feinfühlige, ganzheitlich wahrnehmende Kreaturen sind. Und was sozusagen passiert, wenn sie Drama produziert, ausrastest oder reaktiv wirst, du gehst praktisch auf Augenhöhe. Da unten steht ja auch nochmal DER. Du siehst sie praktisch auf Augenhöhe, willst dich Mami erklären oder sie ist gerade noch über dir
Und du sagst, oh nein, und wie kann ich es Mutti recht machen? Nein, alles Blödsinn. Deswegen ist Frame und Game praktisch so mächtig und wird sehr unterschätzt an der Stelle. Am besten natürlich kongruent, wenn du die Baustellen im Inneren alle bearbeitet hast, hatte ich schon gesagt. Hier nochmal zu den Baustellen, Red Pill in Beziehung. Ja, man hat drei Hebel, Aufmerksamkeit, Zuwendung und Treue innerhalb der Beziehung. Das sind auch die Hebel für Dread, also wenn man sozusagen auf der Beta-Seite runterfällt und Dread, also Druck ausüben will, die Wettbewerbsangst wieder steigern will, der Frau das Angstlevel wieder erhöhen will und damit auch das Erregungslevel, dann hat man diese drei Hebel. Ja, Treue hatte ich, glaube ich, erwähnt. Du musst einfach attraktiv sein für andere Frauen. Ne? Der größte Anziehungsindikator ist Female Male Choice Copying. Ja? Wenn andere Frauen dich begehren, sie wollen den Mann, der andere Männer sein wollen und andere Frauen haben wollen. Das heißt, mal irgendwo flirten mit einer anderen Frau, beispielsweise irgendwo auf einem sozialen Event und sie bemerkt das indirekt, frauengerecht, kann das mehr für dieses Bedrohungslevel und für dieses Alpha-Angstlevel tun als vieles mehr. Ja, Aufmerksamkeit, wissen wir, gibt es nur für intime Aufmerksamkeit. Niemals schlechtes Verhalten belohnen, aber gutes. Ja, in dem Fall dann eben die Bestrafung wäre dann der Entzug von Aufmerksamkeit. Non-reaktiv oder Zuwendung, finanzielle Ressourcen, wie auch immer. Und alles hängt halt von SMV ab, also von deinem Marktwert auf dem Dating-Marktplatz. Zu dem MAP kommen wir im nächsten Buch, was kommt, also der Male Action Plan, also dein männlicher Aktionsplan, wie du praktisch dich auf Vordermann bringst. Dazu zählen natürlich Looks, Money, Status. Klar, gut. Ich würde jetzt nicht zu Chin-Maxing raten oder Height-Maxing oder all diesem Unsinn, sondern einfach ganz simpel gesprochen, ja. Gib Acht auf dich, sei nicht übergewichtig, geh trainieren. Aber du musst es auch nicht übertreiben. Im Endeffekt sei fit. Geh zum Friseur, kauf dir ein paar gute Sachen. Das ist eigentlich relativ einfach, Lux-Maxing. Ja, mehr Geld ist immer gut. Klar, kümmere dich, krieg dein Zeug auf die Reihe. Im Endeffekt auch sozialer Status natürlich als höchster Anziehungsindikator kann nicht schaden. Also gut sein in einem bestimmten Bereich. Das müssen wir zum Teil machen. Aber die Frage ist halt auch, wie sehr man diesen Erfolg sich selber auch anerkennt, ja, also wie kongruent ist man mit sich selbst, ja, kann man sich seine Erfolge gönnen. Ich kenne dann die Jungs von der zwanghaften Fraktion häufig, die dann nie das Ende finden, wenn ich dann noch 100.000 habe und dann noch ein 8-Pack habe statt ein 6-Pack, dann werde ich geliebt. Ja, das kommt ja aus diesem verkappten Kindchenschema. Also mit anderen Worten, man muss schon was tun, man muss schon ein attraktiver Mann werden, man darf sich eben nicht unattraktiv verhalten, das ist genau damit gemeint. Ich glaube, ich an anderer Stelle schon mal erklärt, dass du deinen Quatsch auf der Reihe hast, dass dein Leben funktioniert. Und attraktives Verhalten wäre in dem Fall eben das, was wir jetzt besprechen. Eben aus der Game-Logik, aus der Pickup-Logik, aus der Überstellung eben ein Frame haben. Das ist attraktives Verhalten. Das mangelt bei vielen, weil sie eben ihre Unsicherheiten innerlich nie bearbeitet haben oder nur im Außen überdeckt haben. Ganz wichtiger Punkt. Das Waffenarsenal habe ich ja gerade gezeigt. Das Wichtigste, was fast alle falsch machen, die unsichtbaren Verträge, ja. Das ist ein Thema, das muss ich wahrscheinlich noch ausweiten. Das sind die berühmten Ego-Investments. Was sind Overte-Verträge? Grenzen, die du auch aus Selbstrespekt einhältst. Ja, weil Grenzen setzen und die dann nicht einhalten, ja, was verliert man dann beim anderen? Respekt. Ganz einfach. Deswegen nur Grenzen im Sand ziehen, wenn man die auch durchhält. Ganz wichtig, egal was passiert. Der unsichtbare Vertrag ist halt immer die Erwartung. Ausnahme Mr. Nice Guy wurde da auch ausgiebig besprochen. Was wäre ein gutes Beispiel? Weil wir ja letztes Mal dieses MH-Komplex-Thema hatten, wäre ein gutes Beispiel. Die Red Flag-Liste, ja, mein Lieblings-Hassobjekt. Du gehst mit der Red Flag-Liste los. Ja, okay, wie so beim Wagenkauf. Hat sie dies, hat sie das? Oh, das ist eine gute Frau. Guck gar nicht darauf, ob die Frau überhaupt auf dich abfährt. Hat am Ende dann die Frau ohne Tattoos und keine Ahnung, mit Schuhgröße 34 und weiß ich nicht, einer angeblichen Partnerzahl, die du eh nie rausfinden willst, weil sie immer lügen an der Stelle, instinktiv. Und dann hast du zu Hause eine neurotische Schrulle, die das Leben zur Hölle macht. Und dann wirst du sauer. Warum? Weil du einen unsichtbaren Vertrag unterzeichnet hast. Wenn sie Bedingungen XYZ, alle Red Flag-Liste nicht erfüllt, dann ist sie eine gute Frau, eine Heilige. Und dann wunderst du dich, dass sie es halt eigentlich nicht ist. Unsichtbarer Vertrag, und man wird wütend. Schönes Beispiel an der Stelle. Ja, immer sich selber überprüfen, ja, gar nicht mehr gucken auf die Frau, nur noch gucken, wo Werte Grenzen setzen für sich selber, auch offen besprechen. Und werden die überschritten, dann kannst du darauf reagieren. Aber sobald du noch wütend wirst, hast du irgendwelche unsichtbaren Verträge unterzeichnet. Hast du irgendwelche Erwartungen an die Frau, die du nicht overt kommuniziert hast oder klar gemacht hast? Irgendwelche Bedürfnisse, die du mit dir selber nicht geklärt hast? Eben die runden Ego-Investments, die Stempelkarte wäre natürlich auch das beste Beispiel, klar. Ich habe doch gegeben, warum kriege ich kein Leckerli? Also, gut.
Die ist eigentlich schon so abgedroschen, aber das ist auch ein super Beispiel für unsichtbare Verträge. Outcome Independence, ja, ganz wichtig, mächtigster Frame überhaupt. Ja, Ergebnisunabhängigkeit, ja, egal was passiert, ich kann es handeln. Ja, ich habe eben keinen unsichtbaren Vertrag mehr, das ist dann das Ergebnis. Ich bin völlig offen, was passiert. Non-Reaktivität, auch super mächtig. Egal was sie macht, sie steht unter mir in der Unterstellung. Sie ist im Endeffekt ein halbes Kind. Warum sollte ich ein kleines Kind durch die Kühlschrankwand boxen, weil es Faxen macht? Was viele auch nicht verstehen. Das merkt man immer. Wenn Leute immer noch sauer sind auf Frauen, dann haben sie die Ragephase noch nicht durch. Dann sehen sie die Frau immer noch auf Augenhöhe oder gar auf dem Podest. Ganz wichtiges Zeichen. Sehe ich häufiger. Lauf nicht auf Eierschalen. Okay, die klassischen co-abhängigen Faktoren. Ja. Wenn man aus einem Haushalt kommt mit einer aggressiven Mutter beispielsweise, ja, dann läuft man mal auf Eierschalen, will es immer Mutti recht machen. Ja. Der berühmte Regulator, wo ich mich halt auch wiederfinde. Harmoniesucht und so weiter. Ja, Angst vor ihren Gefühlen, weil die könnten ja ausbrechen und das ist dann lebensbedrohlich. Hat man nur mal Mr. Nice Guy. Kodependentes, bestätigungssuchendes Verhalten. Ja, auch ganz typisch für den Beta oder für den Co-Abhängigen praktisch. Kein mentaler Ursprungsort, when I say no, I feel guilty. So, das ist nochmal die Kurzzusammenfassung, wie du dich psychologisch auf Vordermann kriegst. Und wenn du das hier alles gemacht hast, unabhängig davon, wie gut dein Actionplan ist, dein Mail-Actionplan ist, wie viel Status du hast, wie viel Geld du hast oder wie viel Looks du hast, bist du schon dem ganzen Markt um Längen voraus. Ein Mann, der das alles hat, nur im psychologischen Bereich, ein paar Basics hat in Lux Money Status, ist ein Top 10% Mann, sofort. Vielleicht nicht auf Online, keine Frage, aber sowas finden Frauen ganz selten. Ja, der sie nicht verantwortlich macht für seine Gefühle, ganz wichtiger Punkt. Ne? Frauen wollen unterverantwortlich sein, sie haben keinen Bock verantwortlich zu sein für deine Gefühle, nochmal bezogen auf das bestätigungsabhängige Verhalten. Das haben fast alle da draußen. Alle sind im Ego, alle wollen validiert werden. Gerade heute in einer narzisstischen Gesellschaft ganz groß. Allein das abzustellen, schiebt dich in den Top-Bereich psychologisch, absoluter Top-Bereich. Wenn du das wirklich verinnerlicht hast, wenn du all die Bücher bei mir wirklich verstanden und gelesen hast und an dir gearbeitet hast, gar kein Problem. Also soll mir keiner ankommen und heulen mit seinem Black Pill-Geheule. Ist alles machbar. Wenn man will. Und einem eben der Kampf wert ist. Ist eine Menge, ja. Wie gesagt, ich respektiere total Leute, die sagen, das ist mir alles viel zu viel, ich bin lieber der, der ich bin. Und wenn mich dann keiner will, interessiert es mich nicht, bin ich alleine glücklich. Wenn das wirklich so ist, wunderbar, ist auch ein sehr mächtiger Frame, da habe ich gar nichts gegen. Ja, aber man soll sich immer schön ehrlich machen vor sich selbst. Da habe ich dann ein Problem mit. Wenn dann Leute eigentlich kopen und Angst haben, sich der Herausforderung zu stellen und im Endeffekt dann aber immer noch einen Hass auf Frauen schieben, ja gut, dann ist es halt alles noch Ragephase. So, was habe ich noch vergessen? Frauen kriegen Dopamin für nette Dinge, die sie dem tun, den sie als beste Option wahrnehmen. Also wenn du es bist in ihren Augen, kriegst du automatisch auch diese Dopamingewinne, indem sie eben dich anhimmelt und für dich kocht und all diese schönen Dinge, die alle sich ja irgendwie gerne wünschen. Aber dazu muss man eben was tun. Wenn sie zu viel Drama produziert, ja, Wahl der Frau, auch deine Verantwortung. Hättest du vielleicht ein bisschen besser schauen sollen, was mit ihrer Kindheit so los ist, wie sie so drauf ist. Habe ich mir noch notiert. Achso, der Inhalt des Dramas, der meistens mit den Fitnesstests assoziiert wird, ist irrelevant. Frauen drücken ihre Gefühle direkt über Sprache aus und verarbeiten sie so. Deswegen ist Diskussion im Endeffekt sinnlos an der Stelle. Es ist einfach nur Ausdruck ihrer momentanen Gefühle. Ja, und wenn wir dann immer noch im D-Ring sind und sie ernst nehmen und ausrasten und sie wie Chuck Norris in den Kühlschrank boxen wollen, wie ich schon erwähnte, haben wir was falsch gemacht. Im Denken. Deswegen gibt es ja auch diese berühmte Drama-Clock oder dieses inszenierte Drama, dass man merkt, irgendwo alle 3 Monate oder wenn man schon am Verhalten gut liest, dass die Fitnesstests zunehmen, dass das Dopamin anscheinend im Mangel ist, rastet sie halt immer aus und macht Faxen. Einfach nur, weil ihr System hier sagt, unbewusst, irgendwie kein Dopamin, keine Aufregung, ich muss jetzt mal hier Stress machen. Gut. Ja, das kann man eben durch Präventivdrama, sagt ihr an anderer Stelle, auch schon mal packen, indem man dann auch seine neurotischen Beta-Ängste überwindet und einfach mal sie ins Drama versetzt und sie blöd anmacht oder einfach einen Stress macht und selber weggeht und am nächsten Tag sagt April, April. Sehr gute Methode, das muss man einfach wissen. Gerade die Harmoniesüchtigen, zu denen zähle ich auch, die eher stärker auf der Beta-Seite sind, eben mit guten Skills, mit psychologischen Skills bei mir, in meinem Fall, tendieren dazu, halt das zu vergessen. Deswegen rede ich hier vielleicht auch ein bisschen mit mir selbst. Ja, und jede Frau ist irgendwo auf dieser Achse. Es kann ja eine sehr ängstliche Frau sein beispielsweise und dann kannst du deine tollen Beta-Eigenschaften auch wunderbar einsetzen. Es kann natürlich auch eine sehr aufregungsgeile Frau sein, die Adventurous aus Practical Female Psychology zum Beispiel, ja, da musst du Dopamin ballern ohne Ende, da musst du ständig Urlaube machen, sie ständig bei Laune halten, ja, richtig eine Show abziehen, sehr, sehr Alpha sein.
sehr viel Drama abziehen. Das wird das sein, was die meisten nicht so sehr wollen. Aber es ist, wie gesagt, ein Spektrum an, dass du dich auf die spezifische Frau anpassen musst, wenn du lernst, auf die Zeichen zu achten. Ach ja, zu den Fitnesstests. Ja, Männer untereinander, Eisen schafft Eisen. Ja, Männer beleidigen sich und meinen es nicht so. Wir machen das eigentlich nur, um einen Rang zu ermitteln oder uns einfach zu testen, damit wir fit sind für die Fitnesstests der Frauen, lustigerweise. Vielleicht auch, bin ich mittlerweile der Meinung. Ja, ist unsere Ego-Projektion noch tough? Bist du noch im Saft? Bist du noch an Bord? Bist du fit? Ja. Und für Frauen ist es halt ein Signal der Anziehung. Ja, es wird häufig missverstanden, weil wir denken, irgendwie Frauen sind defekte Männer. Nein, eine Frau, die dich angreift auf diese Art, in der Regel, auch bis auf wenige Ausnahmen, liegt es daran, dass sie eigentlich auf dich steht. Das sagte ich schon vorher, glaube ich. Das wird häufig unterschätzt. Also ist im Endeffekt Drama eigentlich eine lockere Sache, wenn man eben diese ganzen Kindchenschema überwunden hat und eben nicht mehr so neurotisch ist und eben mehr bei sich ist. So. Ich denke, das Prinzip ist klar geworden. Jetzt kommen wir mal zu Beispielen von Fitnesstests. Ich habe es ein bisschen zurückgehalten. Das sind ja eigentlich die spannenderen Tests. So, jetzt haben wir Beispiele für Fitnesstests zum Mitraten. Erlaubte Werkzeuge sind Agree and Amplify, also Zustimmen und Erhöhen, Amuse Mastery, Cocky Funny sind nah beieinander, also du bist aber alles amüsiert, was sie sagt. Pressure Flip, also den Druck auf sie umkehren. Und Fogging, also ich kann verstehen, dass du das so empfindest. Sie ins Leere laufen lassen. Eigentlich eine Defensivwaffe für den Beta-Beta. Gut, und dann schauen wir uns mal die Phrasen an. Sehr spannend. Du weißt, wir werden heute nicht miteinander schlafen. Ja, meistens eher in einem Dating-Kontext verwendet, hat man Practical Female Psychology. Cindys Mann massiert ihr immer die Füße abends. Ja, eher in Beziehungskontext, dann wieder in Dating-Kontext. Bist du einer dieser F-Boys, den sie auch sucht? Habe ich schon mal in Klammern dahinter geschrieben. Ist, glaube ich, relativ klar. Viertens, warum bist du so wütend? Der ist spannend, dabei bist du es gar nicht. Und das ist immer auffällig. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Sie wirft Spaghetti an die Wand und schaut, was kleben bleibt. Aus Langeweile, ja. Also da kommt es so raus. Frauen ist wahnsinnig langweilig, sind wahnsinnig dopaminsüchtig. Und vielleicht mache ich ja ein bisschen Sturm im Wasserglas. Ne? Das hört sich jetzt lustig an, jetzt bezogen auf die Kinder. Ich erwähnte, die Single-Mütter ist das natürlich nicht so toll, wenn jemand so grenzüberschreitend und neurotisch ist, so also im Schnitt, natürlich nicht alle und so weiter. Oder schaut sie, ob sie dir präventiv ihr schlechtes Verhalten anhängen kann. Und das ist ein Ninja-Move, ne? Den unterschätzen viele. Ja, denken an nichts, ja. Und sie hat eigentlich Mist gebaut und guckt jetzt schon mal, ob sie dir den irgendwie unterschieben kann. Sehr geschickter Move. Ist mir selber gar nicht so aufgefallen, dass das eine Möglichkeit ist. So beim Zusammentragen. Sehr interessant. So, also, ihr habt jetzt die vier Werkzeuge, ihr habt die vier Phrasen und jetzt werde ich auch einen Timecode im Video setzen, könnt ihr das Video stoppen und selber eure Antworten unten in die Kommentare schreiben, weil wir mal ein bisschen interaktiver werden und auch ein bisschen lernen wollen. Und dann werde ich euch gleich die Lösung präsentieren und erklären. So, willkommen zur Auflösung. Erstens, natürlich nicht. Ich war ja nicht mit dir zusammen ausgegangen, wenn du eines dieser Mädchen wärst. Sehr schön. Ja, das war bezogen auf dieses, wir werden heute keine Intimität haben. Sehr schön gelöst über Amuse Mastery. Und es geht letztlich um Diskretion, wie da in Klammern steht. Du sagst praktisch, ja, ich weiß ja, und komplimentierst sie praktisch, sie ist ja nicht so eine, das lieben Frauen ja, weil sie alle nicht so eine sind, wie wir wissen. Und hast die Situation locker aufgelöst. Ja. Der Mann auf Augenhöhe hat jetzt gesagt, wieso? Ich dachte, ich habe doch mit der Stempelkarte. Wieso bist du denn so? Ja, weil er Womanies nicht sprechen kann, weil er diese Dynamik nicht versteht. Deswegen, schönes Beispiel. Also haben sich viele Männer schon um den Stich gebracht hier mit der Nummer, glaube ich. Ist ja ein bekanntes Beispiel eigentlich. War jetzt nicht schwer. Den zweiten fand ich super lustig. Wenn ich das mache, kannst du dir gleich einen Strap-on umschnallen, den er so liebt beim Pegging. Ja, also Pegging habe ich erst selber vor kurzem rausgefunden, was das ist. Ich glaube, es ist relativ klar. Agree and Amplify. Also zustimmen und überhöhen. Auf eine sehr heftige Art. Ja, es handelt sich um einen Compliance-Test. Also in Beziehungen passiert das häufig. Stufen der Beta-Isierung. Practical Female Psychology. Ja, kleiner Finger, ganze Hand. Ja, kannst du mir mal die Füße massieren und noch ein Wasserglas bringen und dann noch Eis reinmachen und ne, irgendwann fliegt man dann auf der Beta-Seite runter, wenn man es übertreibt. Das heißt nicht für die Autisten unter uns, dass wenn Frauchen mal was haben will aus der Küche oder so, dass sie das nicht auch mal kriegen kann. Da braucht man natürlich Kalibrierung, um das zu verstehen. Ich sehe dann immer die Autisten dann, ich werde nichts für dich tun. Du willst mich hier nur betaisieren. Ich habe deinen Plan durchschaut. Nein, so nicht.
Aber ich glaube, es ist klar, was gemeint ist. So, dann kommen wir zu drittens. Das war die F-Boy-Frage. Ich kann verstehen, dass du das denkst. Sehr geschickt gelöst. Einfach ins Leere laufen lassen. Vielleicht bist du ja einer, den sucht sie ja auch. Ja, wenn es jetzt verneinst, dann würde jetzt der Beta ankommen und sagen: Nein, ich bin nicht so einer. Nein, ja, genau das drehen, die erste Frage auf sich. Sagen: Nein, nein, ich stehe auf anständige Frauen. Ich habe einen MMH-Komplex. Ich suche sowieso die Heilige. Schön, dass du hier bist. Zack, Meg, aus. So funktioniert das nicht. So, also bleibst du halt im Game, gibst dir keine Validierung, also du validierst die Aussage auch nicht, vielleicht bist du ja keiner. Lässt dir schön alle sozialen Outs und sie kann gerne denken, was sie will. Und dann vielleicht noch mit einem charmanten Lächeln. Wunderbar, Situation gelöst. Der Abend kann weitergehen, der Test ist bestanden und man wird vielleicht noch viel Spaß haben irgendwo. Ja, und der vierte ist auch spannend. Du hast doch nichts gemacht, um mich wütend zu machen, oder? Ja, das ist dieser Pressure Flip, die Umkehr. Also wenn man schon im Auge hat, sie hat irgendwas verbockt. Klar, und dann soll sie mal sagen, was sie verbockt hat. Anstatt dich, da würde der Autist wieder denken, ich bin doch gar nicht wütend. Warum? Ich verstehe das nicht. Und steigert sich dann vielleicht auch in eine Wut rein. Oder stellt sich praktisch unter sie, bestätigungsabhängiges Verhalten, will es ihr recht machen. Ja, ich war vielleicht vorhin ein bisschen wütend. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Nein, ich bin nicht wütend, Schatz. Und all diesen Unsinn. Weil den Plan des Ninjas nicht geschaut hat. Und so geht er direkt in den Gegenangriff und sagt: Nö, ich bin nicht wütend. Aber gibt es Grund dafür? Und stellt sie praktisch in den Fokus und überträgt den Druck, den Pressure auf sie. Und dann kann man mal gucken, was dann passiert. Jetzt schmeißt du praktisch die Spaghetti auf sie zurück. Und dann muss man natürlich auf die Reaktionen, vor allen Dingen auf die Körpersprache wahrscheinlich achten. Wenn sie dann zuckt oder so. Oder kurz zur Seite schaut, was Lügner gerne machen, oder große Augen kriegt oder so. Na, ich nein. Dann kann man wieder ahnen, dass da was im Busch ist. Gut. Mal ein paar Anwendungsbeispiele. Es gibt natürlich noch viele andere Lösungen. Ich wette, da sind ein paar Kreative auf jeden Fall in den Kommentaren. Das muss man halt lernen. Das sind Social Skills. Ja, man kann natürlich jetzt hier so Canned-Geschichten nehmen, wie man sagt, also aus der Dose praktisch ich euch hier so Vorgaben gebe. Irgendwann muss man natürlich eine soziale Intelligenz entwickeln, was manchen vielleicht schwerer fällt, die nicht fließende Womanies sind, die vielleicht eher, wie ich schon häufiger hier im Scherz meinte, im autistischen Spektrum sind, wo Männer ja häufig sind. Und eben das hart erlernen müssen. Aber man kann es natürlich auch als Herausforderung sehen. Game ist nicht umsonst das Spiel. Es soll Spaß machen. Wenn man über den Dingen steht, die Überstellung wirklich hat, wirklich psychologisch und nicht mehr im Ego ist und eben ein bisschen Spaß auch daran gewinnt, dann kann das ja auch eine lustige Sache sein, eigentlich. Ja, die meiste Zeit. Auch wenn Frauen einen hart auf die Probe stellen, gar keine Frage. Aber im Endeffekt kann man mit ein paar kleinen Kniffen, mit ein bisschen psychologischer Arbeit an sich selber und ein paar Werkzeugen eigentlich sich das Leben sehr, sehr, sehr viel einfacher machen. Und wie ich zwischendurch schon sagte, damit ist man eigentlich schon, wenn man das Grundspiel verstanden hat, das zwischen den Zeilen lesen verstanden hat, das weibliche Programm verstanden hat, all die Moves des Ninjas verstanden hat, eigentlich schon ganz weit vorne. So, also in diesem Sinne endet meine Arbeit hier und eure beginnt jetzt und in den Kommentaren. Ahoi und bis bald.